Hallöchen, willkommen zum Tutorial. Ich zeige dir jetzt, wie wir ganz einfach eine ziemlich coole Schrift aufsticken können. Und zwar in dem Fall zeige ich euch das anhand des Love, was wir auf dem Kopf stehend aufsticken werden, weil es zu einem Sockendesign von mir gehört und getragen an der Socke es dann nachher auch wirklich gut lesbar ist. Es steht übrigens jedes Kästchen für eine Masche. Das Ganze ist hier 14 Reihen oder auch Maschen hoch. Bei der Socke runden übrigens. Aber sagen wir einfach 14 Maschen hoch und 20 Maschen breit. Das Ganze findet ihr in meiner Strickanleitung. Ich werde euch die gerne unter dem Video verlinken. So, und bevor wir jetzt richtig loslegen mit unserem Love, zeige ich euch das Ganze an einem etwas größeren Garn. Sockengarn ist nämlich sehr, sehr fein und so nah komme ich mit der Kamera eigentlich gar nicht ran. Ich versuche es nachher trotzdem euch nochmal auch an der Socke zu zeigen, aber vorneweg erstmal hier an einem anderen Strickstück. Und jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Ja, ich nehme einen ganz, ganz grausamen roten Faden zum Lila, denn ich möchte ja auch, dass ihr das ganz genau seht. Und wir legen also los. Möchte ich auch gleich noch dazu sagen. Dickere Faden geht immer gut zum Aufsticken, macht aber eine kleine Wulst oben auf. Deswegen würde ich empfehlen, immer in der gleichen Garnstärke, wie euer gestricktes ist, auch das Aufsticken zu machen. Niemals aber mit einem dünneren Garn, weil dann das Originalgarn immer irgendwo durchblitzen wird. Und das wollen wir ja nicht. Also, wie gesagt, ich habe hier extra ein bisschen stärkeres Garn gewählt, einfach damit man das fürs Video viel besser sieht. Im Normalfall würde ich aber immer Garn der gleichen Nadelstärke verwenden. Ihr habt in der Anleitung stehen, wo euer Markierer sitzt, wo ihr mit eurem L oder mit eurem H oder mit eurem S beginnt. Ja, das steht also in der Anleitung bei mir drin. Sagen wir mal, wir haben hier einen Maschenmarkierer hier sitzen. Hier, ja, in dieser Masche. Und wollen dann also in der nächsten beginnen, unser L aufzusticken. Jetzt schauen wir uns erstmal grundsätzlich so eine Masche mal ganz genau an. Ja, hier. So eine Masche besteht ja immer aus einem rechten Maschenbein, einem linken Maschenbein. Hier unten, naja, dem Anfang der Wurzel der Masche, das Füßchen, wir können auch Füßchen dazu sagen. Rechter Bogen, linker Bogen. Und wir möchten das Ganze jetzt einfach nachbilden. Also den lassen wir, damit wir ihn nachher vernähen können. Wir können es auch mit einer Häkelnadel direkt ins Innere ziehen, dann nervt der nicht mehr so. Aber den lassen wir natürlich hier so runterhängen, der interessiert uns gar nicht. Ich wollte hier zu dem Füßchen unserer Masche, ja, seht ihr hier, das Füßchen unserer Masche, und möchte jetzt diesen rechten Bogen nachbilden. Dafür gehe ich also in die nächste Masche hier oben rein, gehe mit dem Faden durch. Vielleicht hätte ich ihn nicht ganz so lang machen sollen. So. Zuppel mir den schon so ein bisschen zurecht und sehe jetzt, ich möchte hier noch runter, weil ich möchte ja meine Masche weiter nachfahren, nämlich hier runter. Gehe also hier wieder an mein Füßchen rein und bilde meine Masche zu Ende. Wow, wir haben eine Masche aufgestickt. Was ganz wichtig ist, Seid vorsichtig, zieht jetzt nicht zu straff. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich jetzt hier so richtig dran ziehe, verschwindet mein aufgestickter Bogen nach unten und es sieht sehr unsauber aus. Das wollen wir ja nicht. Wenn euch das passiert, kein Problem. Geht hier einfach vorsichtig mit der Nadel drunter, dann könnt ihr das jetzt komplett wieder rausziehen und justiert hier nach. Und ich ziehe auch immer mal gerne so und gucke, dass beide, also rechts und links, so auf der gleichen Stärke sind. Ist auch wie alles nur eine Übungssache, das habt ihr nachher im Schlaf drauf. So, und damit hätten wir schon unsere allererste Masche aufgestickt. Wir möchten also die nächste Masche nachsticken, wieder hier rechts. Dann geht sie hier unten durch, kommt auf der anderen Seite raus und endet wieder hier unten, wo sie begonnen hat. Unser Faden ist jetzt unten, ja, so. Also suche ich mir wieder meinen Maschenfuß, der ist hier. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Gehe da mit der Vernähnadel durch oder auch Wollnadel. So, möchte jetzt hier wieder nach oben gehen,
die nächste Masche wieder nachbilden, also den rechten Bogen. Gehe also wieder hier drunter. Bleibe hängen. So. Achte hier jetzt wieder drauf, nicht zu fest und nicht zu locker. Ja. Mich ein bisschen zurecht zuppeln. Und muss wieder enden hier unten in meinem Füßchen. Ja, gehen wir wieder durch. Das geht, wenn ihr gleich starkes Garn habt, auch wesentlich einfacher. Ich verspreche es euch. Das ist mit dem dicken Garn jetzt hier natürlich, ne, eingefrieren. So, und damit hätten wir schon unsere zweite Masche nachgebildet. Sieht doch schon ganz schick aus, ne? Was sagt ihr? Gut. So, natürlich können wir uns auch einen Zwischenschritt sparen, denn ich zeige euch das mal. Wir sind jetzt hier wieder unten rausgekommen. Das können wir eigentlich auch überspringen. So, wir suchen uns wieder das Füßchen unserer Masche. Gehen hier wieder durch. Zack. Bilden wieder unseren rechten Bogen. Ja. Bevor wir aber jetzt diesen Teil beenden, überlegen wir uns schon, wo wollen wir denn danach hin? Wir stechen also jetzt hier wieder unten rein und würden unsere Masche beenden, wollen aber dann ja auch direkt wieder eins hoch. Also sparen wir uns dieses Durchziehen und von unten wieder reinstechen. Kommen diese ganzen Fuseln her. So, indem wir hier reingehen. Und hier, ich ziehe es euch mal auseinander. Ich mache das jetzt mal extra. Schön mit der Nadel hier runter geht. Somit beendet ihr die letzte Masche und befindet euch genau wieder am Beginn, also am Füßchen der neuen Masche. Seht ihr? Und nicht so festziehen. Das legt sich so schön. Ein bisschen mit Gefühl. Und schon sind wir hier an unserem Füßchen für die nächste Masche. Ich zeige es auch nochmal. Zack, wir gehen hier rein. Wir wollen in das nächste Füßchen, gehen also in das erste Füßchen. Es ist wichtig, dass ihr hier unter dem Garn durchgeht, ja? Das darf nicht leer sein. Ihr müsst was auf der Nadel spüren. Das ist so ein bisschen Gefühlssache. Bildet das nach. Ich schubse die dann so gerne so ein bisschen zusammen. Seht ihr, da habe ich jetzt ein bisschen zu fest gezogen. Kommt das andere Garn, das Originalgarn, ein bisschen durch. Da gehe ich hin und ziehe mir das wieder so ein bisschen hoch und mache es mit mehr Gefühl. Das Ganze macht ihr jetzt so hoch, wie eure Anleitung das sagt. Im Fall von dem L von Love wären das 14 übereinander. Und dann wollen wir nach links. Ich zeige euch jetzt schnell, wie wir nach links kommen. Indem ich hier nochmal eine Masche nachbilde. Schnellverfahren. Zack. Überlege mir jetzt schon, wo möchte ich denn eigentlich danach hin? Wenn ich die jetzt hier so fertig gebildet hätte, möchte ich die daneben. Ja, ich möchte die daneben. Muss also an das Füßchen von der Masche daneben. Somit steche ich in das Füßchen ein, beende damit diese Masche. Und gehe schon direkt rüber an das Füßchen der neuen Masche. Da spare ich mir einfach so einen Zwischenschritt. Ihr könnt es natürlich auch erstmal nach unten durchziehen. Von unten euch durchsuchen, dass ihr wieder oben ankommt. So, jetzt haben wir hier oben schön die Masche gebildet. Sind direkt am Füßchen für die nächste Masche angekommen. Wenn wir jetzt die hier bilden wollen, wir sind jetzt hier am Füßchen. Na, wir gehen jetzt eine Masche nach links. Würde ich wieder hier oben natürlich, wie gehabt, einstechen. So. Überlege, wo möchte ich hin? Ich möchte wieder eins nach links. Beende also die Masche hier wieder und möchte wieder ans Füßchen für die andere. Steche also wieder in das Füßchen dieser Masche ein. Und gehe direkt rüber und komme aus der raus, wo mein neues Füßchen ist. So, jetzt zubbel ich mir das wieder ein bisschen schön. Wie gesagt, wenn ihr Garn gleicher Stärke nehmt, sieht das auch noch ein bisschen schöner aus.
Und schon sind wir wieder hier unten, ne, bei den Füßen der Masche, die wir nachbilden wollen. Das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Ist sogar irgendwie ein bisschen meditativ. Also mich beruhigt das ja total. Ich lasse mir aber auch Zeit dafür, ne? Das kann man natürlich alles viel, viel schneller tun. So, jetzt gehen wir wieder hier runter. So, und ich denke, das reicht eigentlich. Ich beende es jetzt hier mal, um auf jeden Fall schon mal den Grundstock zu zeigen, wie man diese Maschen bildet, aufstickt. Und ihr seht, ja, so. Das sieht doch ganz nett aus, ne? So, und jetzt zeige ich euch das Ganze auch nochmal an der Socke. So, und hier nochmal unser Schriftzug. Love, ich habe mich in dem Fall für Love und nicht für Hate entschieden. Habe jetzt also begonnen mit Love und werde das Love aufsticken. Genau. Und wie gesagt, das findet ihr in eurer Anleitung. So, und hier kann ich euch mal zeigen. Habe ich also schon mein L aufgesteckt und das O. Ja, ich hoffe, man sieht es gut. Und was habe ich hier gemacht? Ich möchte euch ein paar Tipps geben, damit es einfach besser funktioniert. Was habe ich hier gemacht? Ich habe mir hier einen Hilfsfaden quasi gezogen. Und zwar, weil unheimlich viel ab der fünften Masche passiert, habe ich mir hier einfach die fünfte rausgesucht, nachdem ich mein L gemacht habe. Und habe quasi die vierte, weil in der fünften geht es ja los, habe mir die vierte jeweils ein Maschenbeinchen rausgesucht und mir einfach nur so einen Hilfsfaden hier reingezogen. Der wird natürlich nachher wieder rausgezogen. Ja, und wie ich das gemacht habe, ich habe dafür immer ein Maschenbeinchen genommen. Sagen wir mal, wir nehmen die Reihe hier. Es ist egal, ob ihr das rechte oder das linke nehmt. Wichtig ist nur, ihr müsst dann euch entscheiden. Ich nehme jetzt eher immer das rechte. Und seht ihr, bei Sockengarn wird es jetzt halt super schwierig, das so alles aufs Handy zu kriegen. Auch wieder sehr meditativ. So. Na, also, und dann habe ich hier einfach einen Faden dran gehabt und habe den Faden da durchgezogen. Einfach nur eine Hilfslinie. Aber das müsst ihr nicht machen. Das ist jetzt nur so, für mich war das leichter. Da musste ich nicht immer wild rumsuchen, wo ich denn eigentlich bin. Was ist noch wichtig? Spannfäden. Wenn wir jetzt hier unser L tulup, tulup, bis darüber gehen, ja, müssen wir einen Sprung machen. Und zwar lässt es sich immer aufsticken von oben nach unten. Man kann zwar auch von unten nach oben aufsticken, aber es sieht nicht schön aus. Ich habe es probiert. Es sieht nicht schön aus. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, sucht euch den kürzesten Weg raus, indem ihr von oben nach unten und von rechts nach links aufsticken könnt. Ich habe also hier begonnen, bin hier rüber gegangen, habe dann das L beendet, habe also den Faden abgemacht und habe hier oben wieder neu angesetzt, die zwei gemacht, bin hier runtergegangen. Und bin dann aber, habe nicht abgeschnitten und habe hier oben wieder angesetzt, sondern habe hier den Faden hinten vorsichtig durchgezogen bis nach hier oben und habe hier oben wieder nach unten gestartet. Das geht auch, ich kann euch das mal zeigen. Ja, ich bin hier also mit dem, jetzt habe ich die Nadel im Mund. Ich bin hier also mit dem Faden ganz vorsichtig nochmal durch, habe den fixiert, damit ich nachher nicht mit dem C irgendwie drin hängen bleibe. Ne? Das ist, wenn wir lange Spannfäden, wir könnten natürlich auch von hier unten, zack, bis nach hier oben, aber dann hätten wir einen Spannfaden bis nach hier oben. Das ist so, wenn man mit dem C rein und man vergisst es vielleicht, kann das Autsch machen. Deswegen würde ich empfehlen, macht das L fertig, beendet es hier, vernäht nachher den Faden, setzt hier oben neu an, ja, und geht dann hier runter. Und ihr könnt es auch hier unten wieder beenden und hier oben neu ansetzen und runtergehen. Ich habe es, wie gesagt, so gemacht. Ich habe hier geendet, habe dann den Faden hinten bis nach hier oben vorsichtig durchgeschlungen, damit ich hier wieder runter, da spare ich mir einmal vernähen. Ja. So, jetzt müsste ich hier quasi auch wieder aufhören. Und dann kommt nämlich das V, beginne ich auch wieder von oben nach unten. Also immer merken, wir müssen immer von oben nach unten arbeiten. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, setzt einfach neu an, vernäht den Faden, das ins Innere nachher. Besser, als wenn ihr mit dem Zeh hängen bleibt, euch wehtut, verletzt. Genau. Und das wäre so mein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Los geht's also. Ich zeige euch das V jetzt im Schnelldurchlauf. Damit das Video nicht ganz so lange dauert.
Und damit haben wir schon den rechten V-Bogen gestickt. Ist das nicht wunderschön? Wunderschön! Und jetzt beende ich, weil ich muss ja oben auf der anderen Seite wieder neu ansetzen. Zack. Seht ihr? Das hat super geklappt. Wir sind jetzt hier unten und würden wir jetzt hier oben wieder ansetzen und wieder nach unten arbeiten. Also die beiden. Ja, und ich denke, das hat jetzt, glaube ich, ne, ausreichend gezeigt, wie das gut funktioniert. Das ist eine super schöne, saubere Sache. Ihr habt keine großen Spannfäden hinten. Gut, ihr habt natürlich ein paar Ansatzpunkte, die ihr vernähen müsst. So, und den Rest kriegt ihr auch wunderbar jetzt ohne mich hin, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr meine Strickanleitung zu den Love or Hate Socks schon gekauft habt, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr mein kleines Handmade-Label unterstützt. Solltet ihr allerdings hier durch Zufall gelandet sein und jetzt richtig Lust haben, die Sneakersocke mit dieser Aufschrift Hate Sports, Love Sports zu stricken, dann schaut doch unbedingt mal dort vorbei, wo es viele gängige Strickanleitungen gibt. Oder unter krassemasche.de. Auch da werdet ihr meine Anleitungen finden.